Wuchten, Stemmen, Stoßen und Heben. Bei der Strongman-Show im niederbayerischen Rossbach stellten am Samstag moderne Athleten ihre Manneskraft zur Schau. Die Disziplinen, bei denen die starken Männer hier antraten, sind dabei sehr vielfältig. Die Disziplinen sind immer sehr unterschiedlich. Es kommt immer sehr von den Werbepartnern, von den Sponsoren ab. Wie zum Beispiel eine Brauerei hat gerne Bierfassstämmen, ein Autohändler hat zum Beispiel, genauso wie er im Hintergrund sieht, Autokreuz heben, da kann er sein Auto präsentieren, das er verkaufen will. Das ist sehr vom Veranstalter, von Sponsoren abhängig. Im Schnitt sind es aber meistens wir Autokreuz heben, Wheelflip, das heißt riesengroße Traktorreifen flippen, Steinkugeln. Reinhard Meyer ist nicht nur Moderator, sondern auch Mitorganisator der Showman-Veranstaltung. Der 41-Jährige ist derzeit der viertstärkste Mann Deutschlands und in seiner Altersklasse, den Strongman Masters, bundesweit sogar auf Platz 1. Im Mai konnte er bei der Ultimate Strongman Weltmeisterschaft in Belfast den zweiten Platz belegen. In Rossbach wurde die Strongman Show vor nicht allzu langer Zeit ins Leben gerufen. Die Strongman-Veranstaltung ist jetzt zum zweiten Mal. Das ist vom Oldtimer-Treffen Feuerwehr Leimbach, da wo ich zweiter Kommandant bin. Und meine Feuerwehrkollegen sind Fans von mir, die reisen teilweise mit, waren auch in Belfast. Und denen gefällt das und die haben dann vor 2 Jahren gesagt, das müssen wir den Leuten zeigen. Und das finde ich immer recht einen schönen Anspruch. Dieses machen wir zum zweiten Jahr, genauso weil wir einen Turnus haben, auch vom Oldtimer-Treffen alle 2 Jahre. Bei der Challenge in der niederbayerischen Gemeinde traten 5 leichtgewichtige Crossfit-Athleten gegen 4 schwergewichtige Strongmen an. Letztere gehören alle der German Pro League an und zählen somit zu den Top 10 der stärksten Männer Deutschlands. Eine Besonderheit bei der Show war Sandra Bradley, die einzige Frau, die es hiermit so manchem Mann aufnehmen kann. Die Kraftsportlerin ist nicht nur die stärkste Frau Deutschlands, sondern auch drittstärkste Frau der Welt in der Gewichtsklasse bis 82 Kilo. Seit 6 Jahren ist die Ausnahmeathletin, die im Hauptberuf Ausbilderin bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg ist, für ihre Sportart Feuer und Flamme. Ich habe das damals schon immer auf Eurosport gesehen, dass da die Männer LKWs gezogen haben und Atlassteine gehoben haben und ich fand das immer wahnsinnig faszinierend. Habe auch frühzeitig mit dem Kraftsport angefangen, für die Polizeiausbildung den Test trainiert und habe einfach herausgefunden, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, stärker zu werden und habe dann herausgefunden, dass Strongman auch für Frauen da ist und hab mich drin verliebt und bin seitdem dran hängen geblieben. In Deutschland kommt es nun auch immer häufiger vor, dass Frauen es wagen, mit ihrer Muskelpower Autoreifen zu heben oder Bierfässer zu stemmen. Also es ist aber langsam im Kommen, vor allem in den USA, da machen es schon sehr viele. Deutschland ist noch ein bisschen schleppend. Durch CrossFit wird es langsam immer mehr. Aber es ist schon im Kommen, aber die Frauen trauen sich noch nicht so ganz. Um fit und leistungsfähig zu sein, trainiert Sandra sehr hart. Selbst bei Spaziergängen im Wald kommt sie auf so manche Idee, um ihre körperlichen Limits zu testen. Also im Wald Bäume stemmen, wenn man jetzt mal wandern ist, dann ist es doch schon so, dass man, wenn man irgendwo einen Stein sieht, dann will man natürlich schon gerne versuchen, den hochzuheben. Aber man so, oh, da drüben ist ein Stein, vielleicht schaffe ich das. Aber ich trainiere 4-mal die Woche, 4 bis 5 Mal, je nachdem, ob ich jetzt direkt in Wettkampfvorbereitung bin oder gerade kein Wettkampf ansteht, circa 2 bis 3 Stunden. Bei den Strongman-Veranstaltungen sind den Disziplinen keine Grenzen gesetzt. So werden im Laufe der Jahre viele neu erfunden. Die Strongman- und Crossfit-Athleten in Rossbach heben bei der Show so manche Lasten, die ihr eigenes Körpergewicht übersteigen. Ein sportliches Highlight war heuer das Baumstammstemmen, auch Loglift genannt, bei dem Rohre mit gestreckten Armen über den Kopf gehoben werden mussten. Den Applaus vom Publikum haben sich die Sportler beim Frameholding, Fassstemmen und Kreuzheben schweißtreibend und redlich verdient. Auch die Besucher konnten sich beim bayerischen Steinheben oder dem Wheelflip, also dem Traktorreifenflippen, versuchen. Super!